So, jetzt kann es weitergehen. Wir sind im Begriff, uns wohl zu fühlen. Nervt mich nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Der Skatsturm muss weg. Das ist mal. Also, Atomwaffen im Iran geht mal gar nicht. Das wollen wir Batterien vermeiden. aufgeladen. Das werden wir vermeiden. Wobei ich gar nicht weiß, wo sind wir hier? Wo sind wir eigentlich hier? In Aldastan. Ich habe keine Ahnung, wo Aldastan ist. Irgendwo im Osten wahrscheinlich. Was brauchen Sie? Müssen wir auf den Depp wieder. Einheit verloren. Oh, scheiß Vierlingsgeschütze. Ich muss schnell mehr Einheiten bauen. Immer mehr Einheiten. Oh, aber so wenig Geld schon wieder, weil ich so viele Hacker Was verloren soll habe. ich hacken? Beim letzten Skat-Sturm sind ganz viele Hacker vernichtet worden. Das war unfair. Und wenn ich eine Atomrakete baue, weiß ich gar nicht erst, wo ich die hinschicken soll. Aber der Feind weiß es natürlich sofort. Das ist immer so fair. Habe ich eigentlich noch Nachschublager? Lohnt sich das jetzt überhaupt, einen da zu burnen? Beim nächsten Skat-Sturm ist er eh wieder tot. So, läuft, läuft, läuft. Du kommst auch noch. Nicht so viele Propagandatürme bauen. Lieber was Ordentliches. Was brauchen Sie? Ich zerquetsche Sie. Ja, dann zerquetsch sie mal. Mich hält nichts auf. Auch schlecht, wenn die mit dem Rücken zum Feind stehen. Das ist gar nicht gut. So, du kannst noch ein bisschen sammeln, so nebenbei, wenn du Bock hast. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Was hat er gesagt? So verdient man Geld. Witzig. Nervt mich nicht. So, langsam könnte ich auch mal das Nachschublager da links irgendwie für mich beanspruchen. Das würde ich irgendwann schon machen wollen. Bisher habe ich halt irgendwie nicht die Gelegenheit gehabt, wo ich meine eigene Basis schützen musste. Oh, in dem Moment bestimmt wieder auf die Kaserne mit allen Hackern. Aber hier habe ich zum Glück alles schön Batterien aufgeladen. vorausschauend Das Internet leer. geregelt. Einheit verloren. Ah ja. Ah, zum Glück habe ich Unsere Basis jetzt, steht na unter toll, meine Beschuss. ganzen neuen Einheiten für die Katz. Ich Geil. baue für China. Gut, ich brauche aber auf jeden Fall noch eine Waffenfabrik, Gute Entscheidung. die ich vorhin schon verloren habe. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen alleine zurechtkommen. Ihr werdet sonst etwas versauen. Der nächste kommt hier auch schon. Keine Sorge. Vielleicht sollte ich die nächsten einfach mal irgendwo anders hinstellen noch. Wohin auch immer. Es gibt halt keinen sicheren Ort irgendwie. Vielleicht ja doch hier. Wir sind weit weg, ne? Wir sind arg weit. Dann kriegst du einen Propagandaturm. Wir gehen da hier mal kurz in Sicherheit. Sonst geht da gleich ein Panzer flöten. Schön. Blockiert euch gegenseitig. Sehr gut. Oh, 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 da ist er, da ist er. Haben wir ihn bis zu uns gebracht. Schön, dass er da auch geheilt wird. Jetzt will er fliehen, jetzt, der Drecksack. Angsthase. Arschbock. Und der nächste natürlich, auch schon auf dem Weg. Geil, geil, geil. Da kommt eh nie jemand, oder? Schießt die nebenbei doch kaputt, alle. Und dann den wichtigsten. Kriegen sie wieder nicht klein, hä? Haha. Alles in Ordnung. Alles geplant. Ja, jetzt schießt doch einfach drauf, wegen so einem dummen Hügel. Ja, der Hügel ist zu hoch, da kann ich nicht drüber schießen. Habe ich in der Aga nicht gelernt. Ein Scheiß. Ich frage mich, ob die den Turm in Ruhe lassen würden, wenn ich den einnehme und mich wieder zurückziehe. Auch mehr Panzer. Ich bin groß. Ich zerquetsche den Mehr. Mehr, da kann ich keinen bauen, natürlich nicht. Ah, ja. System ist von mir sicher. Gut, habe ich da noch eigentlich Hacker gebaut? Ich meine schon. Geschützbereit. Dann kommen noch ein paar dazu.
Jetzt rollt der Rubel. Aber das hatten wir schon mal und dann habe ich doch verloren. Keine gefährlichen Einheiten in Sicht, das lässt doch mal hoffen. Die haben beide eine Gatling-Kanone, das heißt, die werden nicht geheilt. Das müssen wir jetzt mal besser machen. Kommen sie von zwei Seiten. Ist zumindest gut, wenn sie mal einen Skatsturm wieder auf den Overlord, auf die Overlord-Armee schicken. Ja, bleib in der Luft stehen, gut. Oh, pass auf meinen Hacker auf. Wieso sind die jetzt so stark? Wenn die erstmal hier diese panzerbrechenden Munition hätten, ich glaube, das war das. Und was das ist, weiß ich gerade nicht. Aber dann wären die nochmal stärker. Und wenn ich dann noch die Emperors habe, die sind dann nochmal stärker. Dann sind sie wirklich unbesiegbar. Dann dauert noch eine Weile. Was brauchen Sie? Der Lautsprecherturm ist. Erstmal ein Lautsprecherturm. Ist halt wirklich ein Lautsprecherturm. Ich habe früher immer gedacht, es wäre irgendwie so ein Witz. Aber man muss ja nur mal reinzoomen. Dann sieht man, das sind Lautsprecher. Und die heilen. Weiß man ja. Man muss halt jeden einzelnen anklicken, um auch wirklich zu sehen, ob die schon was aufgerüstet haben. Es sei denn, man hat Augen im Kopf und sieht das auch so. Ey, dieser Skatsturm kann die ganze Breite hier vernichten. Das ist wohl unfair. Ach, übrigens, 0 Minuten noch bis zum nächsten Skatsturm. Fällt mir gerade auf. War das in die. Oh. Ich wollte gerade fragen, war es in dem Spiel auch so, wenn man lädt, dass der dann sofort angreift? Ich hoffe nicht. Moment. Alle drauf. Warnung. Skatsturm abgefolgt. Der sich gerade unsichtbar gemacht hat wieder. Kommen da noch Hacker raus? Nein. Aber ich könnte die ja mal langsam. Ablenkkabel bereit. Dazu bringen, auch was zu machen. Da sind auch ein paar stehen geblieben. Einheit verloren. Das, ja, meine ganze Armee, habe ich schon gesagt. Aber nicht die ganze. Nur einige. Glücklicherweise. Oh, die müssen schon in die richtige Richtung gucken. Da müssen wir kurz mal vor, weil da wieder so ein Depp war. Der sich immer noch versteckt. Im Schatten. Der Angsthase. Ist er tot? Nein, er steht immer noch. Einfach mal umbringen. Ist nicht so schwer, oder? Ach Mann, jetzt kommen die noch von links wieder. Wir gehen nochmal kurz zurück. Ich hört mir gerade auf, dass ich noch Einheiten habe. Keine Ahnung, wo die herkommen. Mich hält nichts auf. Lautsprecherturm bereit. Ich hab Geld, also ich muss es doch jetzt schaffen. Ich muss es doch jetzt schaffen. Also jetzt sieht es so gut aus, wenn die sich gerade im Skatsturm irgendeinen Scheiß machen. So ganz überraschend. Langsam fühle ich mich echt überlegen. So. Dann noch ein paar Einheiten gleichzeitig. Hier noch welche. Habe ich den echt in die Werkstatt geschickt? Ganz unbewusst. Wo war denn dieses Dingerstellung? Ich kann ja nicht mal drauf schießen, weil ich nichts sehe. Ich darf nicht dann. Einheit. Aber der Feind darf natürlich. Natürlich. Ich erledige das. Alles klar. So, alle mal unter 1. Einheit verloren. Man darf nicht vergessen, die aufzurüsten. Da sind die sehr viel schwächer. Es scheinen alle auf dem neuesten Stand zu sein. Kommt da keiner mehr, oder wie? Soll mir recht sein. Viele kommen gerade nicht.
Was brauchen Sie? Der Lautsprecher Turm ist bald fertig. Was brauchen Sie? Es wird Zeit. Ich bin groß. Ja, du bist wirklich groß. Ist ja auch schön. Weiter nach vorne mal. Okay, dann würde ich sagen, dann probier es doch mal mit ein paar, das Nachschublager zu erreichen. Ich weiß ja nicht mehr, wo das genau war. Irgendwo hier links. Ja, wir speichern vorher auf jeden Fall. Auf dem Stand. Jetzt habe ich endlich mal ein gutes Gefühl. Also jetzt glaube ich, dass wirklich nichts mehr schief geht. Vor allem, weil ich hier so eine Hackerarmee habe. Was soll ich hacken? Die merken, dass ihr Geld verdient. Schön verteilt, also da sind 100 fast, gefühlt. Und da habe ich mal ein bisschen Sicherheit. Und die werden ja auch noch befördert, dann können sie noch mehr machen, noch mehr Geld einnehmen. Einheit verloren. Ja, was macht ihr denn? Habe ich die in der Gruppe zugewiesen? Nicht explizit, nee. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, ich werde gerade wohl abgeschlachtet. Jetzt geht er mal vor, bitte. Kann ja nicht so angehen, das kann man ja nicht mit ansehen. Wo ist der denn wieder, der Depp? Hier links irgendwo oder wie? Oder wo oder wie, der was? Da ist er. Voll versteckt wieder. Voll ein Wurm. Der macht uns platt, falls ich es nicht mitbekommen habe. So, die ganze Leiste voll. Darauf habe ich gewartet, dass das mal passiert. Oh, da rollt der Ruhe. Also so schnell habe ich selten Geld bekommen. So. Du würdest doch gerne einen Gatling-Geschütz wollen. Habe ich dir doch gleich angesehen. Du bekommst auch noch eins. Du willst auch eins. Und du sowieso, aber dafür haben wir kein Geld mehr. Zack. Und weiter im Text. Bis man da endlich mal aus der eigenen Basis rauskommt. Schwere Geburt. Mich hält nichts. Die sind jetzt eins. Mal sehen, wie weit ihr kommt. Da greift schon wieder jemand an. Gehen wir da mal zur Abwehr hin. Die sind dann zwei. Warnung. Skatsturm abgefeuert. Ich glaube, genau zum richtigen Zeitpunkt gehe ich hier gerade in meinen Einheiten auseinander. Was brauchen Sie? Wo haben wir denn das tolle Nachschublager? Einheit wo ist der Depp, der uns hier bedrängt? Irgendwo hier. Wo bist du, Depp? Bis man mal was sieht. Da sind sogar zwei in der Klasse. Aber noch nicht befördert, immerhin. Und denken, die könnten noch fliehen. So, was habt ihr erwischt? Ein paar Einheiten, das ist ja nicht so schlimm. Lautsprecherturm ist bald fertig. Da hätte schlimmer ausgehen können. Die haben ja nicht mal. Doch, die Hacker haben sie. Oh, ganz viele Hacker haben sie erwischt. Fällt mir jetzt erst auf. Der hätte doch bestimmt gern Propaganda. Ich zerquetsche. Lautsprecherturm ist bald fertig. Was brauchen Sie? Ich bin groß. Aber jetzt bin ich so gut aufgestellt, es sollte nichts mehr passieren. Einheit verloren. Lautsprecherturm bereit. Jetzt bin ich blutrünstig. Jetzt wird das nichts mehr für euch. Wer mich so reizt, der muss damit rechnen, dass ich zurückschlage. So, ja. Warum ist da einer tot? Was ist passiert? Wo ist das scheiß Nachschublager gewesen? Und wieso wird er nicht geheilt? Oh, ich habe keinen Propaganda dabei. Geil, fällt mir jetzt auf. Ich habe zu wenige von denen gemacht. Wer hat denn da Propaganda von euch? Du. Ich bin groß. Als einziger, wie mir scheint. Einheit verloren. Geht aber auch nicht. Wohin jetzt? Was ist denn hier los? Was greifen die denn jetzt hier an? General, Jarmin Kell soll in der Gegend. Der war doch rechts, dachte ich. Das ist ein anderer. Wohin hieß es noch? Der ist irgendwo da rechts. Einheit verloren. Keine Ahnung, wo der Typ ist, ich sehe ihn nicht. Mal wieder. Aber wir haben das Nachschublager gefunden. Yay. Jetzt können wir die Leute mal von unserer Basis weglenken. Das ist ja mal das Mindeste. Muss ich den Typen finden, den sie wollte? Ich muss im Truppentransporter halt hier rumfahren.
Und bei euch bitte schön mal einen Truppentransporter. Umdrehen und dann findet ihr den Deppen mal. Einheit verloren. Wohin jetzt? Bitte. So, wir gehen da wieder hoch, bis der Skatsturm kommt und dann gibt's Nerverei. Wir sind alle tot. Einheit verloren. Ich bin groß. Ich bin groß. Ja, ich weiß, dass ihr groß seid. So seht ihr ja aus. Das kann man nicht bestreiten. Was brauchen Sie? Was brauchen Sie? Der Lautsprecherturm ist bald fertig. Jetzt haben die keine Chance. Seht euch schon mal meine Armee an hier. Alles voller Overlords. Dafür sind die hier links tot inzwischen. Ich wollte übrigens noch eine Kaserne bauen. Da wird langsam Zeit. Wo bauen wir die hin, wo es keiner für möglich hält? Hier. Ein sehr guter Plan, Genosse General. Da, wo es nicht stört, wenn sie kaputt geht. Dann würde ich mit denen überlegen. Eine Minute noch. Vielleicht reichen die ja aus und die können da wieder dahin gehen. Jetzt weiß ich zumindest, wo ich hinfahren muss. Jetzt hätte ich die noch einer Gruppe zuweisen sollen. Ihr seid wieder eins. Und ihr seid irgendwie zwei. Immer weiter vorrücken. Warum sammelt der wieder nichts? Ich verstehe es nicht. Viel zu viele Panzer an einem Punkt. Das ist immer dumm. Vor allem, wenn sie so langsam sind. Wenn der Skatsturm kommt, dann haben wir ein Problem. Hier haben wir schon mal einen Turm umgeknickt. Das war der Sturm. Ja, Skatsturm. Ja, wo ist er denn, der Depp? Wir finden ihn einfach nicht. Die müssten doch den auch mal sehen irgendwann. Der ist ja auch hier links. Skatsturm abgefolgt. So, jetzt wird's interessant. Wo kommt der wieder hin? Einheit den Sicherheit-Bulldozer. Ah, ja. Na, in Sicherheit, ne? Ja doch, er ist in Sicherheit. Diesmal richtig schwach, würde ich sagen. Überlebt er das noch? Einheit verloren. Aber jetzt habe ich inzwischen genug Geld, um dauerhaft von beiden Waffenfabriken Overlords zu erhalten, also jetzt sollten die schon mal aufgeben. Jetzt könnt ihr aufgeben. Aha. Da steht er dumm rum. Der Hund. Jetzt habe ich mal die Stadt für mich langsam beschlagnahmt. Genau, Kaserne. Lebt die noch? Die steht noch. Müssen wir das nicht? Ich könnte auch die mal holen. Schwarzer Lotus. Sowas von unnütz. Einheit verloren. Was so, alles in Ordnung. Was brauchen Sie? Das Gatling-Geschütz ist sich der Aufwand lohnt. Ja, der Aufwand lohnt sich. Habe ich die jetzt alle gleichzeitig an Gatling gegeben? Oder mehreren auf einmal? Komm jetzt nicht mal ein bisschen meine Basis. Was braucht ich? Sie stehen ja überall rum. Das Gatling-Geschütz ist bereit. Es wird Zeit. Gatling-Geschütz bereit. Gut, ich brauche eine normale Einheit. Dass ich mal wirklich eine normale Einheit bauen will. Wer hätte das gedacht? Wenn die jetzt noch Flammen hätten, wären sie echt geil. Gatling-Geschütz bereit. Ich bin groß. Das Gatling-Geschütz ist bald fertig. Warum sind die so teuer, wenn die jetzt noch ein bisschen billiger wären? 2000, so viel hat meine Raffinerie gekostet, im anderen Teil. Eine ganze Raffinerie. So, ich habe gehört, es sind sogar zwei. Wo war der andere? Es gab da noch einen. Ach, der war da links. Kann ich da schon hin? Ich bleib noch kurz stehen, damit du auch geheilt wirst. Es wird Zeit.
Die Heilung selbst geht ja relativ schnell. Alles klar. Dann kann der eine, nehmen wir es schon mal dahin, und dann beschützen die den so lange. Ja, General. So der Plan. Jetzt haben die keine Chance mehr, über die Hälfte der Karte gehört mir. War eine anstrengende Mission, aber ist ja erwartbar, weil es die letzte ist. Und den Förderturm bitte schön nicht aufgeben. Dann kann ich bald noch eine dritte Waffenfabrik anfordern. Es wird das Gatling-Geschütz ist bald raus. Ihr Lautsprecher ausgezeichnet, General. Unser Nachschub ist gesichert. Juhu. Zeigen wir Ihnen die Macht der Volksarmee. Ja, bin schon dabei. Aber immer mit der Ruhe. Besiegen Sie die GBA. Das Einsatzziel kam die ganze Zeit nicht vor, oder? Immerhin werde ich damit nicht belästigt. Ich bin groß. Die ganze Karte steht voller Overlords. Das ist ein schönes Gefühl. Hat lange gedauert, bis wir an dem Punkt waren. Okay, einen Truppentransporter würde ich jetzt noch holen. Warum ist das überhaupt noch nicht repariert? Weil es egal ist. Dass man das hier nicht automatisch irgendwie drauf machen kann. Immer wieder muss man die damit aufrüsten. Ich wollte diesen Typ noch finden. Ich weiß ja nicht, wo der ist. Warten auf Befehle. Wir können von oben. Ist hier noch ein Nachschublager? So viel Geld brauche ich echt nicht. Immerhin gibt es hier keine Silos mehr, die man benötigt. Man hat unendliche Möglichkeiten, Geld aufzubewahren. Wie in der Realität. Ob ich den Nachschub hier bis zum Ende der Mission mal irgendwann weggesammelt habe. Wir haben große Pläne. Dieser scheiß Gattsturm. Gut, dann stellen wir doch mal hier irgendwo. Ja, da. Schön hier. Stand da nicht mal ein Hacker? Achso, das ist der hier. Warnung, Gattsturm abgefeuert. Wohin jetzt? Wieder auf meine Armee natürlich. Aber ich habe so viele, da ist mir das egal. Ich habe genug Geld und alles Mögliche habe ich genug. Einheit verloren. Ja, macht nichts. Ja, war klar. Boah, wie viel das einfach abnimmt. Bleib mal kurz hier stehen. Wobei, du kannst dich neben den stellen, dann wirst du geheilt. Was brauchen Sie? Der Lautsprecherturm ist nicht zerquetsche. Oh, Gott. Oh, was ist denn hier los? Scheiß Gattsturm, echt. Brauche ich noch Energie oder? Ich habe ein bisschen Angst, dass es nicht reicht. Aber wer braucht denn schon Energie? Ich glaube, ich kann trotzdem meine Panzer bauen. Alles in Ordnung. Ich bin groß. Was brauchen Sie? Stell dich mal in die Mitte, damit auch alle davon was abhaben. Und deiner Wärme, deiner Herzensgüte. Ich bin groß. XXL. Brauchen die noch Heilung? Unbedingt. Der Lautsprecherturm ist zerquetsche sie. Ich bin groß. Das Gatling-Geschütz ist bald fertig. Boah, die haben ja alle nix. Die helfen ja schon hier. Ich bin groß. Atomrakete. Braucht natürlich viel länger. Lasst uns bauen. Brauchen wir noch unbedingt hier ein bisschen Strom. Mal sehen, ob sie direkt die Atomrakete angreifen. Es macht einfach Spaß, dazu zu hören. So, ihr habt doch keine Chance. Huch, das ist keine Waffenfabrik. Ich könnte ja mal langsam ein bisschen angreifen. Also jetzt, ich glaube, das ist geschafft jetzt soweit. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Die greifen auch gar nicht mehr selber an, habe ich das Gefühl. Sehe ich das richtig? Nehmen wir alle mit. Dauert zwar eine Weile jetzt, die auszuwählen. Aber muss sein. Oder ein paar zum Schutz hier noch stehen lassen, meinetwegen. Die kommen schon noch, aber die haben keine Chance, überhaupt weiterzukommen. Ich wollte erstmal oben rechts hin, glaube ich. Moment. Wobei da wahrscheinlich schon das Ende ist. Ne, ganz oben wird er sein. Noch weiter oben.
vielleicht schon mal vorher ein bisschen vorsorgen. Oh nein. Nee, das war ich selber. Nicht, dass die mit doofen, unsichtbaren Minen kommen. Das kann ich gar nicht leiden. Und das machen wir vorher weg. Das nervt sonst ganz schön. Ja, behindert euch schön selbst. Ich liebe es. Eine nach dem anderen. Da kommt eh keiner. Du wirst mich nicht mehr nerven hier. Ach, das wird auch deaktiviert. Cool. Nur das nicht. Hätte ich mal das hier kaputt gemacht und das deaktiviert, dann hätte ich das strategisch klug gemacht. Aber es geht ja auch so. Ist ja Command & Conquer. Ich will ja noch StarCraft irgendwann mal spielen. Das gibt es ja jetzt kostenlos zu haben. Im Stream will ich das irgendwann mal spielen. Vielleicht 2020 so, gegen Ende meiner Let's Player-Karriere, habe ich mir das gedacht. Mal gucken, ob das so wird und ob es mir überhaupt Spaß macht. Das ist ja auch nicht gesagt, weil ich es nicht kenne. Die meisten Spiele, die ich aufnehme, kenne ich ja zumindest teilweise und weiß daher, dass mir das gefällt. StarCraft habe ich als Kind, glaube ich, mal gespielt, aber ich habe wenig Erinnerungen daran. Bin mal gespannt, wie mir das gefallen wird. Soll ich hier links weiter? Wir gucken erstmal ein bisschen. Ich habe wieder nicht viel Propaganda dabei. Ah, da ist sehr schön. Da kann noch einer aufgerüstet werden. Sehr hilfreich. Und du kriegst Propaganda noch. Der hat noch nicht. Ich bin groß. Die ganze Karte ist gleich voll von denen. Und die bleiben als Schutz hier noch ein bisschen zurück. Moment mal, du brauchst das. Hä? Wieso hat das eh nicht geklappt? Den wollte ich mitnehmen. Denn da oben sollte irgendjemand sein. Wo geht der Skatsturm denn jetzt schon wieder hin? Ich gehe da mal in Sicherheit am besten. Das wird wohl der letzte Abschuss des Skatsturms sein. Nie wieder wird er mich nerven. Wo geht er denn diesmal drauf? Ist er darauf gegangen, wirklich? Da waren zum Glück nicht viele Einheiten. Da macht mir da gar wenig aus. Macht mir echt wenig aus. Die da nochmal kommen. Der einzige Vorteil davon ist ja eigentlich, dass ich damit ein bisschen Sichtfeld erhalte. Das ist der eigentliche Vorteil, in diesem Fall zumindest. Geht es aber auch weiter? Da ist jedenfalls irgendwas. Können die da drauf schießen? Können die da sogar runterfahren? Das wäre cool. Das würde cool aussehen auf jeden Fall. Ach, die normalen Kanonen kommen da nicht hin, aber Gatling-Geschütz, was ziemlich schwach ist. Gegen dieses... Boah, ist das richtig schwach, aber auch... Gehen wir mal darauf. Das hilft auch ein bisschen mehr. Müsst ihr doch mal schaffen mit gemeinsamen Kräften. Ah, man kann ja doch außenrum. Hätte man das mal früher gewusst. Ach, da fahren die alle schon außenrum. Gehen wir mal darauf vielleicht noch. Da muss ich mich ein bisschen entscheiden hier. Sondern nicht einfach ohne Gegenwehr durchfahren. Und dann noch das weg. Hallo? Ich soll draufschießen. Auch wenn sie es wieder regeneriert. Oder gerade deswegen. Das ist schon weg. Gut, das sah noch nicht so aus. Kommen wir da noch drauf? Ja, 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 bitte, bitte. Ganz schön hügelig, die Angelegenheit. Auch nicht immer von Vorteil. Gerade wenn man angreift, nicht? Zur Verteidigung ideal. Trefft ihr das überhaupt mal? Hallo? Atomrakete ist bereit, wow. Die hat aber gar nichts gesagt, oder? Ihr habt doch keine Chance, Jungs. Gebt auf. Ich muss einfach noch reinfahren. Euch ein paar... Verstärkungen holen vielleicht. Ich zerquetsche sie.
Ich bin groß. Ich zack, und zack. Ihr seid jetzt 3 und ihr kommt mal als Verstärkung da irgendwo hin, ne? Ja, genau. Das ist noch kaputt. Ah, jetzt kriegen sie gleich keine Möglichkeiten mehr zum Angriff, wenn die Waffenfabrik weg ist. Wenn es dann die letzte sein sollte. Wo ist der Skatsturm, wäre jetzt eher meine Frage. Steht der nicht hier? Schade. War eine interessante Mission, das kann man ja mal festhalten, so fazitmäßig. Aber wenn man erstmal die Oberhand hat, dann ist es kein Problem, wie meistens halt. Dann ergibt der Feind sich ja fast schon. Alles klar. Ja, wo ist nur der Skatsturm? Ist das schon wieder so ein Vorposten gewesen anscheinend? Wo ist eigentlich mein Truppentransporter, den ich irgendwo den hatte ich hier hingeschickt. Der ist schon wieder tot, offenbar. Dann bauen wir da ein paar mehr von. Irgendeiner wird ja wohl durchkommen. Irgendwann muss ich die Atomrakete auch mal abfeuern. Allein schon zur Demonstration, wobei... Hab die schon mal gezeigt, als ich noch die Amis hatte. Glaube ich zumindest. Da hatte ich doch auch mal eine Atomrakete, oder? Otter? Kann der leider nirgendwo reinschießen. Voll unfair. Oh, bin ich noch schnell genug und kann den Skatsturm killen, bevor er aktiviert wird? Fahrt zu, Jungs. Fahrt zu. 16, 15, 14. Oh, die Kommandozentrale. Aber die ist gerade gar nicht so wichtig gewesen. Eine riesige Basis haben die aber von rechts nach links durchgezogen. Überall Hügel und Verteidigungsstellungen. Oh! Warnung. Ja, direkt aktiviert. Ja, die wissen natürlich, was sie wollen. Das war's mit meinen Truppentransportern wieder. Ich kümmere mich darum. Noch eine Waffenfabrik? Klar doch. Einheit verloren. Ja, egal, wo der Skatsturm auftaucht, das haben die keine Chance mehr. Die können ihn auf sich selber richten. Wenn es ihnen Spaß macht. Jetzt sehe ich plötzlich alles. Keine Ahnung warum. Besiegen sie die GBA, das weiß ich auch langsam. Wo ist denn der scheiß Skatsturm jetzt? Und wieso sehe ich jetzt alles? Es ergibt keinen Sinn. Da ist der Skatsturm, ich bin aber gerade vorbeigefahren. Ich hätte also einfach schon schaffen können. Ja, toll. Ich hätte ihn noch verhindern können, das wollte ich sagen. So, dann zeigen wir doch mal... Oh, toll, die Atombombe wird hier nicht gelistet. Dann muss ich also mal hier hingehen, dann hoch. Oh, da kann ich! Das hätte man mir mal früher sagen können. Ein bisschen früher. Boah, wie geil. Die Schusskraft wird um 1/4 gestärkt und die Geschwindigkeit. Bonus, mehr steht da nicht dabei. Hätte ich das früher gewusst. Scheiße. Hätte mir so viel geholfen. Es gibt ja gar nicht mehr. Oh, was ist denn hier noch? Wow, das lohnt sich ja doch noch. Zu killen. Aber leider kommen da ja Löcher raus. Atomrakete abgefeuert. Mal gucken, ob es schnell genug ist. Dann hält nur der Marktplatz durch. Dann kann ich mit denen eigentlich den Rest erledigen. Wenn noch irgendeiner übrig bleibt, dann wird er da gleich deaktiviert. Waren da gerade Minen oder was ist hier? Ja, das hat geklappt. Ja, da hat was überlebt. Palast. Palast ist, glaube ich, sowas wie die Propagandazentrale. Oder das Strategiezentrum bei den Amis. Ah, sehr schön, da kann man die Dinger ja auch deaktivieren. Das habe ich gar nicht gewusst. Oder vergessen. Vor allem, weil es hier rechts ja irgendwie das nicht erreicht hat. Da dachte ich, das klappt gar nicht. Schnell killen. Aus dem Palast kann ich bestimmt nichts klauen. Jetzt haben wir hier Ruhe. Schön. Ja. Ein bisschen viel Geld jetzt, also mache ich mit so viel Geld. Was brauchen Sie? Alle aufrüsten, alle aufrüsten. Ei. Was? Ach so, ja.
Was ist eigentlich kaputt gegangen durch den Skatsturm? Die sind wahrscheinlich wieder auf meine Einheiten irgendwo hier. Als ob es mich stören würde. Oh, da waren mal Truppentransporte. Geil, ich krieg einfach den Truppentransporter nicht. Egal wie viele ich baue. Jetzt reicht es mir aber langsam. Wir haben keinen Skatsturm mehr, also kann da nichts mehr schief gehen. Und dann macht man hier irgendwas, würde ich sagen. So viele grüne Punkte noch auf der Karte, das geht ja nicht. Bringen wir das mal zu Ende. Den Abspann müssen wir ja nicht nochmal sehen, also die Credits. Den Abspann wird es bestimmt noch geben, aber die Credits, die ändern sich ja nicht. Bei den verschiedenen Kampagnen. Vielleicht zeige ich ihn nochmal nach der GBA-Kampagne, so als Abschluss des ganzen Spiels. Aber danach kommt ja noch das Add-on, da gibt es bestimmt wieder neue Credits. Ah, so viel Zeug noch hier. Ah, meine Verstärkung ist angekommen, ganz vergessen. Irgendwas Grünes hier, da. Haben wir das neu aufgebaut? Wirkt so. Schönes Gefühl, wenn man gerade am Gewinnen ist. So, jetzt muss ich noch irgendwie mal dahin gehen. Was hat jemand da gerade gesagt? Das war wegen den Truppentransportern, oder? Ich geht da mal einfach mitten rein. Ihr werdet euch schon zu wehren wissen. Da, mal ein Truppentransporter. Gut. Ja, wo ist er? Hier in der Stadt müsste er doch bestimmt sein. Ich weiß ja nicht, wie ich den Typ finden soll. Nächster Halt. Front. Front. Das klingt immer cool. Nächster Halt. Front. Ich zerquetsche sie. Oh, ja. Kommt ihr noch an das ran? Oh, da habe ich ja was vergessen. Zu viele Brennpunkte hier. Deswegen gibt es in einem großen Krieg auch mehr als nur einen General. Jeder soll sich auf seine Schlacht konzentrieren. Oh, ich habe gewonnen, offenbar. Ganz überraschend. Der Heckenschütze, der lebt noch, ja. Mir egal. Das Bonusziel habe ich offenbar nicht erreicht. Den Typ zu finden. Hä? Ja, genau so. Das sind die Einheiten, die ich gebaut habe. Stimmt, aber die Typen hätte ich auch bauen können. Mit denen hätte ich vielleicht dieses Skat, die mobilen Skatwerfer da killen können. Hätte ich mal dran denken können. Hätten sie sich gegenseitig abgeschossen. Würde ich theoretisch beim nächsten Mal dann versuchen. Was schießt hier auf die Zivilisten hier? Sieht zumindest so aus. Ist natürlich nicht so, wie die abdancen. Yay. Wir sind verstrahlt. Wir strahlen vor Freude. Eckmaus. Ist das derselbe Abspann wie bei den Amis? Kann eigentlich nicht sein. Hatte ich eine Benzinbombe? Ist mir nicht aufgefallen. Einmal hatte ich die, glaube ich, schon in Amis irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen. Ich glaube, ich erinnere mich. In einer alten Mission. Das war die Chemiewaffenfabrik in der ersten Mission direkt, glaube ich. Auf jeden Fall kommen die Gegenden bekannt vor. Das war die dritte Mission. Die war übel über die Brücke. Und die, da habe ich mir auch unendlich lange Zeit gelassen. War das nicht die sechste? Hammer und Sichel, juhu. Ja, das war's. Kampagne beenden. Ja, ich habe ein bisschen mehr Rohstoffe gesammelt. Das ist der Schlüssel zum Sieg gewesen. Das war's. Mehr gibt's nicht zu sagen. China und USA erledigt. Training haben wir auch schon geschafft. Beim nächsten Mal beginnen wir die GBA-Kampagne. Kampagne, kann man auch sagen. Ja, die wird vermutlich am schwierigsten, weil sie wohl die schwächsten Einheiten haben. Mal sehen. Bin gespannt. War aber erwartungsgemäß ganz nett. Die China-Kampagne, ähnlich wie die USA-Kampagne.
Ich freue mich trotzdem noch mehr aufs Add-on, denn das ist noch um einiges besser. Vorher GBA. Beim nächsten Mal. Ciao, ciao.